Hallo lieber Lebensrocker, in diesem Video werde ich meine Kleider grillen. Bleib dran! Ja, hallo ihr Lieben, es ist kalt, es ist nass und Micha und ich fahren von Freiburg zum Titisee. Und wir haben es auch schon recht weit geschafft. Allerdings kommen jetzt die unbarmherzigen Berge. Ich versuche mal, ob ich das hier drauf kriege. Man sieht es so ein bisschen hier hinten. Das sind die Berge und das ist nur einer davon. Das heißt, ich bin hier gerade bei so einer Schule unter der Überdachung von Fahrradträgern, weil es halt eben pinkelt. Und ganz in der Nähe hier ist der Feldberg, das heißt, es geht richtig, richtig weit hoch. Und wir wollen natürlich nicht unbedingt über den Feldberg radeln, aber wir wollen eben zum Titisee. Und es kommen noch ein paar erschwerende Umstände neben der Kälte und neben dem Regen dazu. Nämlich, dass jetzt Ostern ist, das heißt, heute haben wir Samstag, das ist der letzte Tag vor den beiden Feiertagen, also vor Sonntag und Montag, wo man noch einkaufen kann. Und leider sind wir am letzten Ort, wo es hier noch so ein bisschen Zivilisation und Supermarkt gibt, schon vorbeigefahren. Und das heißt eben, der Micha hat sich jetzt nochmal aufgemacht und ist jetzt nochmal 2 Kilometer zurückgeradelt, um eben nochmal Verpflegung für uns zu holen, weil wir wirklich nicht wissen, was uns da für einen Anstieg erwartet, wann wir wieder einen Supermarkt finden. Und deswegen ist er ganz schnell noch ein bisschen Toast und Marmelade kaufen gegangen. Und ich finde, das hat einen dicken, dicken Daumen nach oben verdient. Ja, das war letzten Endes mein Fehler. Ich habe gesagt, in Freiburg, wir kommen schon noch durch einen Ort durch und wir haben auch noch einen Ort gefunden, da gab es einen Supermarkt, haben dann aber gezögert, da nichts eingekauft und jetzt musste er nochmal 2 Kilometer zurückradeln. Aber dafür haben wir eben zumindest die Sicherheit, dass wir dann, wenn es da hoch geht und wir, keine Ahnung, wieder mitten irgendwo im Wald sind oder was immer kommen mag, dass wir eben zumindest was zu futtern haben. Das zweite Problem ist, dass mein Handy eben kaum noch Akku hat, weil wir haben jetzt gestern im Freien übernachtet und das heißt, ich konnte meine Powerbanks nicht laden und alles und ich habe zwar noch eine Solarzelle dabei, aber heute, wie ihr seht, es regnet, es ist grau und dementsprechend ohne Licht auf der Solarzelle natürlich auch kein voller Handy-Akku. Ich habe glücklicherweise aber noch einen Laptop und jetzt versuche ich eben mit dem Laptop, den ich hier dabei habe, meine Powerbanks nochmal voll zu machen, denn ja, ich brauche mein Handy zum Navigieren da oben, da sind zwar Fahrradwege angeschildert, aber ja, wer weiß, wo das wieder hinführt und eine Karte dabei zu haben, ist immer gut und im Notfall auch mal telefonieren zu können. Sowieso. Was auch noch eine Schwierigkeit ist bei der Sache, ist eben, dadurch, dass so kalt ist und regnet heute, habe ich praktisch jetzt schon 4 Schichten Kleidung an. Und wenn du dann eben so einen steilen Anstieg hast, dann schwitzt du wie die Pest und hast ja die Regenkleidung auch noch drüber. Das heißt, es ist ja nicht atmungsaktiv, du schwitzt dann nochmal mehr und brauchst natürlich auf jeden Fall was zum Umziehen. Und umziehen wird natürlich ganz schwierig, wenn du ja schon die ganzen warmen Sachen anhast, ja, was willst du dann anziehen? Und insbesondere, wenn es dann halt wieder bergab geht und du patschnass bist, dann holst du dir ruckzuck einen Zug. Ich meine, Zug wäre jetzt nicht schlecht für uns Radfahrer. Naja, das ist wieder mein Galgenhumor. Aber ja, ihr versteht, was ich meine. Also man kann eben sehr schnell krank werden, wenn man entsprechend dann kalt und nass angezogen ist. Ja, das sind so die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen. Und wie ihr seht, auch ich, wo schon einige Hügel hinter mir habe, wo das schon ein paar Tage gemacht hat, habe da ein bisschen Schiss oder eben auf jeden Fall sehr viel Respekt
davor und ich trage ja jetzt auch gewissermaßen Verantwortung für uns beide. Ja, hallo ihr Lieben, also uns ist hier was richtig Unglaubliches passiert. Wir haben einen abnormalen Kampf hinter uns. Wir sind nämlich von Freiburg Richtung Titisee unterwegs und hier hat es die krasseste Steigung, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wir mussten absteigen, wir mussten zu zweit die Fahrräder hochschieben. Der Weg, der war spalten, überall Wurzeln, Steine und es schien kein Ende zu nehmen. Und wir haben schon unsere Fahrradkarte einen neuen Namen gegeben, die heißt es nämlich Arschkarte. Und bei der ganzen Sache ist was Unglaubliches passiert. Wir sind total nass geschwitzt hier, kommen hier oben an und hier brennt einfach so mitten im Wald ein Feuer. So mir nichts, dir nichts. Und es wird nur ein sogenannter Zufall. Ich habe vorhin noch zu Micha gesagt, eine Grillstelle wäre jetzt was Cooles. Und dann kommen wir an dem Weg vorbei und hier brennt einfach ein Feuer. Also ja. In meinem ganzen Leben habe ich das nicht einmal gesehen. Das ist total verblüffend. Und wir trocknen jetzt hier unsere Kleidung so ein bisschen und dann fahren wir weiter, schauen wir mal, ob wir noch eine Nachtunterkunft in der Gegend finden. Deswegen, wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Mein Name ist Florian Bastfeld und dein Leben rockt.